geh down. Oh Gott, Kerl, du dreckiger Wichser. Du kommst mit deinem Eierkollegen hier noch an. Nicht mal mit eurer Rüstung habt ihr eine Chance, wenn ich wütend bin. Seht ihr? Wenn ich einfach nicht will, dass ihr gut seid, dann seid ihr auch nicht gut. Da kriegst du, Kollege, da kriegst du. In deine Fresse, Mann. Yeah. Okay, die Money reicht eigentlich noch aus. Oh, aber die Punkte reichen bei weitem nicht. Das ist gerade etwas störend. Aber schön. Laufen wir einfach mal weiter. Oh, wir sind schon auf Welle. Wir sind schon bei Welle 16. Wow, ich habe meinen Rekord soeben gebrochen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist wahrscheinlich heute einfach nur ein verdammt guter Tag. Ist jetzt nämlich ein Tag in den Osterferien. Und dementsprechend bin ich auch gut drauf. Kein Wunder, dass ich dann auch gut bin im Spiel. Im Vergleich zu den sonstigen Leistungen jetzt. So, damit die mich in Ruhe lassen, lasse ich den erstmal eine Schockladung da. Kommt her. Du kommst hier nicht durch. Jawoll, Alter. Die ganze scheiß Welle ausgeschaltet. So, ich hole mir jetzt erstmal ruhige Hand. Da ist es. Scheiße, ich habe die Runde gestartet. Ja, ich wollte nur in die Knie gehen. Tut mir leid. Ich habe damit ein bisschen übertrieben. Schnelleres Nachladen wäre natürlich optimaler gewesen. Oh, das Ding hätte mich fast selber getroffen. Ja. Ja, ich muss euch auch zwei Messerstiche geben, damit ihr endlich down seid. Gott, das nervt. Ist schon Welle 17, Mann. Krass. Wie das gerade abgeht hier. Es geht ab wie Schmidts Katze. Yo. Hier läuft's gerade richtig jetzt mal. Ohne Scheiß, so weit bin ich auf der Map noch nie gewesen. Im Überlebenskampf. Überraschende Ergebnisse. Drei Runden weiter erstmal. Genau wie bei DSDS. Nein, Spaß. Da würde ich niemals im Leben hingehen. Ohne Scheiß. Man kann sich vor so vielen Leuten zum Affen machen bei DSDS. Es gucken pro Folge 5 Millionen Zuschauer zu im Schnitt. Sind jetzt nur mal so Senderstatistiken. Und das ist ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Dass sich so viele Leute so einen Dreck angucken. Tut mir leid für die DSDS-Fans unter euch. Ich mag die Serie einfach nicht. Da ist er. So. Was ich mir jetzt hole, ist natürlich wieder ein Delta-Team, denn alleine bringe ich es nicht auf der Map. Und natürlich neue Munition. Wer hätte das gedacht? Dass ich mal Money brauche. Hätte wahrscheinlich wirklich gar keiner gedacht oder so. Delta-Team. So, euch werde ich gleich dann noch einsetzen. Und zwar hier. So. Euch brauche ich nämlich. Neue Money, let's go. Delta Teams wanna know and I gotta go. Mit dem LMG räume ich hier gerade ordentlich auf. Hey, die ganze Runde ist ja schon fast weg. Das war irgendwie gerade der übelste Streak. Das war schon die Welle 18. Wow, krass. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ist jetzt nicht witzig gemeint oder so, ich meine das jetzt ernst. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht, die Runde hinter sich zu bringen. Was ich mir jetzt natürlich erstmal hole, ist ein Geschütz, das ist klar. So, das stelle ich jetzt erstmal hier hin. Ein Geschütz in die Richtung. Und noch eins für die andere Richtung. Das Delta-Team ist dann auch noch hier. Und schützt mir noch den Arsch. Schön.
So, auf die Seite müssen wir aufpassen. Die andere Seite regelt sich einigermaßen von selber. Da ist das Delta-Team für uns zuständig. Da ist noch einer. So, dich erwische ich auch noch. Freundchen. Ich hab's dir gesagt. Die Geschütze machen 3 aus euch. Und die Hunde, aus dem wird Ragu gemacht, ist doch klar. Ab hinterm Baum. Und weiter geht der Spaß. Boah, es läuft gerade richtig. Colonel 1, yeah. So. Haben wir doch geschafft. Einen zweiten Trupp können wir vielleicht auch noch holen. Ich weiß das gerade überhaupt nicht, ob das ging. Einen zweiten Trupp gleichzeitig aufs Schlachtfeld schicken. Wäre natürlich episch. Nee, es geht nur einer, okay. Egal. Jungs, kommt mit. Macht euch bereit für die nächste Runde. Wir müssen uns unbedingt noch Sprengsätze holen. Blendgranaten sind wichtig. Munition natürlich auch, aber die haben wir gerade. So, Blendgranaten, Splittergranaten, Claymore, C4, RPG. Wieso habe ich mir den RPG geholt? Egal. So, noch schnell Muni aufrüsten. Let's go. Nächste Runde. Ah, die Juggernauts. Das ist schön. Da ist er, der Erste. Der erste Juggernaut. Okay. Ich hoffe, die Geschütze machen die alle fertig. Wird aber ein bisschen schwierig jetzt. Zumal die Juggernauts jetzt keine Rücksicht auf überhaupt irgendwas nehmen. Den haben wir auch gecrackt. Oh oh, wir haben jetzt keine Dinges mehr. Uns fehlt ein bisschen die Motivation und Munition, glaube ich. So, Juggernaut, du kannst kommen. Von wo kommt der denn? Oh, toll, Alter. Die Claymores sind jetzt natürlich für den Arsch, ist klar. Ach, kümmere dich mal schön um die Claymores. Du hast ja auch sonst keine Probleme. Ja, das war's dann wohl, ne? Tja, da kann er sich auch nicht gegen wehren. Ich hole mir jetzt erstmal einen ordentlichen Einsatzschildtrupp, der mir dann in der Schlacht zur Seite steht. Wir haben schon Welle 20 erreicht, Mann. Das ist übertrieben. Ich bin nur bis Welle 14 gekommen beim letzten Versuch. Also, den ich wirklich richtig ernst genommen habe. Ich habe gerade meinen Score getoppt und jetzt bin ich hier viel weiter als jemals zuvor. Das ist krass. Ich hätte mir das nicht erträumt, dass ich so weit komme auf der Map. Aber okay. Soll man sein Glück doch einfach akzeptieren, ne, Kinas? Stimmt's? So, alles schön in die Richtung bashen. Könnte ein bisschen was bringen. Oh oh, scheiße. Hier hinter. Gut. So, mit dem LMG geht's jetzt weiter. Sie sind verletzt in Deckung. Ja, das kann ich nachvollziehen. So, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Verstärkung per Blendgranate. Wo sind die denn alle? Ach, da. Da seid ihr. Hallo, Jungs. Ja, das war jetzt dumm. Toll. Jetzt renne ich den Gegnern direkt in den Rücken rein. Hoffentlich bringt das wenigstens was. So, erstmal wieder in unsere Deckung zurück. Ziehen. Und der nächste ist auch down. Jawohl. Muni aufstocken ist jetzt, glaube ich, ein bisschen wichtig. Patronen aufstocken. Schön. Toll, jetzt können wir uns kein Granatengeschütz holen, aber egal. Machen wir einfach erstmal weiter, so wie es gerade ist. Ein Geschütz holen. Und Splittergranaten. Oder auch nicht. Okay, Blendgranaten. Und C4. So. C4, das packe ich hier hin. Nicht um meine Jungs in die Luft zu jagen, nein. Das hat andere Gründe. So, ich vercamp mich jetzt erstmal, warte bis die hier sind. Und dann zünde ich das Ding. Oh, das war doch ganz gut eigentlich. So,
Da ist schon der nächste Freiwillige. Und ich rüste mein Geschütz aus. Mein LMG. Leichtes Maschinengeschütz. Toll. Ja. Wenn ich jetzt aufstehen könnte, wäre es mal schön. Geht ja schlecht, wenn die mich die ganze Zeit hier ziehen. Oh Mann. Das müssen wir überstehen, Jungs. Das müssen wir unbedingt überstehen, die Runde. Boah. Geholt, Mann. Ordentlich so. Yeah. Gebasht, Mann. Oh, von unserem Team ist nichts mehr über gleich. Jungs, steht mir zur Seite, die, die da draußen gerade zuschauen. Ich komme mir überhaupt nicht mehr klar, da sind viel zu viele Soldaten. Ich bin froh, dass ich so starke Waffen habe. Ohne die würde ich es nicht lange durchhalten hier. Schön, da ist noch einer. So, auch wieder so ein Aushilfssoldat. Zwei Geschütze, ja. Zwei Geschütze oder Selbstwiederbelebung. Ich entscheide mich für die Selbstwiederbelebung. Bringt ein bisschen mehr. So, und was wir uns noch mitnehmen können, ist natürlich eine Schutzweste. Wie viele Punkte habe ich? Ah, Muni ist wichtiger. Ein Raketenwerfer statt der MP7 wäre auch geil, aber... Nee, ich achte eher auf die Punkte. So, kommt mit, Jungs. Es wird sonst ein bisschen schwierig. Was können wir eigentlich noch mitnehmen? Für das MG vielleicht noch einen Griff? Gibt's das? Ach ja, geil. So. Besser. Deutlich besser. So, in die Richtung Granate. In die Richtung der Granate. In die Richtung der Granate und nochmal eine. Und nochmal eine Blendgranate. Und nochmal hier eine. Yo. Die halte ich jetzt erstmal alle auf. Anderes Geschütz ausrüsten und let's go. Durch die Massen an Leuten rennen. Die sonst nichts Besseres zu tun haben, als hier rumzustehen. Wieder weg, die Selbstwiederbelebung. Nein, verpiss dich. Kollege, verpiss dich. Nein, keine Muni mehr. Uah. Das war's. Runde 23. Yeah. Woo. Von Runde 14 auf Runde 23 mit dem Rekord zu kommen, ist ja nicht schlecht. Aber mir persönlich gefällt die Map nicht. Aber trotzdem, schöner Wunsch auf jeden Fall von Kevin. Und Dankeschön dafür nochmal. Haut's rein, wir sehen uns in